Da kauft man mal ein Gemälde für 1,4 Millionen Dollar und dann schreddert sich das dumme Ding einfach selber. Eigentlich eine coole Idee. Alle dachten danach, das Gemälde wäre kaputt. Quasi wertlos. Aber keiner hat erwartet, für wie viel mehr das geschredderte Bild danach verkauft wurde. Der Künstler Banksy hat nach der Auktion gezeigt, wie er in den Rahmen einen Schredder eingebaut hat, welcher losging genau in dem Moment, als das Bild 2018 verkauft wurde. Und der Käufer hat es 3 Jahre später weiterverkauft. Und nicht für weniger, nein, nein, nein. Das Bild wurde für 25,4 Millionen Dollar versteigert. Das 18-fache.